Erster Vortrag für heute. Ich erzähle euch ein bisschen was über Graphis. Auf der Arbeit beschäftige ich mich ein bisschen mit Bildmanagement und so einem Kram. Und da muss man halt wissen, in welcher Beziehung Module, die gebaut werden, zueinander stehen. Und das kann man halt am schönsten in Graphen ausdrücken. Und weil ich natürlich faul bin und keine Lust habe, Graphen selber zu zeichnen, lasse ich die zeichnen. Und zwar von diesem wunderschönen Tool Graphis. Ich habe drei kleine Punkte, die ich bloß oberflächlich anschneide, dass ihr so ein bisschen eine Idee kriegt, was man damit machen kann, und den Rest müsst ihr dann selber euch erarbeiten. Einmal kurz über Graphis an sich, dann über die Beschreibungssprache Dot, in der Graphen beschrieben werden, und GVPR ist nochmal eine Skriptsprache, mit der man die Graphen nachträglich bearbeiten kann. Graphis ist eine Sammlung von Tools, und ursprünglich, also das, was man eigentlich damit macht, ist, man beschreibt Knoten und ihre Beziehungen zueinander, halt klassische Graphen. Und die beschreibt man in Form einer Textdatei, die man dann einem Filter übergibt, der daraus irgendeine Form von Grafik erstellt in verschiedensten Formaten. Das heißt, ich beschreibe nur noch die Knoten und ihre Beziehungen und lasse den Rest die Graphis-Tools machen. Insbesondere entscheidet Graphis selber, wie die Anordnung der Knoten optimalerweise sein soll und wie die Kanten am besten gezeichnet werden, sodass der Überblick am besten gewahrt bleibt. Es gibt eine eigene Beschreibungssprache für diese Graphen, die nennt sich Dot. Und auch der Filter, mit dem man gerichtete Graphen dann in Grafiken umwandelt, der heißt auch Dot zufällig. Man kann gerichtete und ungerichtete Graphen layouten. Man kann es in verschiedensten Grafikenformaten ausgeben, und es gibt halt diese Skriptsprache, mit der man dann später noch mehr machen kann. Und zu jedem von diesen Punkten möchte ich euch nur ein kleines Beispiel zeigen. Einmal habe ich hier einen gerichteten Graphen, der so beschreibt, wie beim Anziehen die Beziehung der Kleidungsstücke zueinander sein könnte. Also ich ziehe erst mein Unterhemd an und dann den Pullover, oder erst die Unterhose und dann die Hose, oder erst die Socken und dann die Schuhe und so weiter und so fort. Also Hose, dann erst Schuhe, weil sonst ist doof. Und einen Hut kann man sich auch noch aufsetzen, muss man aber nicht. Deswegen habe ich dem einen extra Style gegeben, nämlich Dotted. Das sieht man gleich in dem Graphen, der da rauskommt. Unten habe ich die Kommandozeile, mit der ich diese kleine Beschreibung jetzt in ein PNG umwandeln würde. Und was dabei rauskommt, sieht dann so aus. Sind halt genau, ja? Kannst du den Hut kannst du aber auch erst nach dem Pullover anziehen. Ja, der Hut ist, steht ja zu nichts in Beziehung. Den kann ich anziehen, wann ich will. But you can leave your hat on. Technisch gesehen könnte es schwierig werden beim Bücken oder so, aber es gibt auch Hüte mit Fixierungen. Und also es ist nicht erzwungen, dass man sich den Hut zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsetzen muss, weil man sonst nicht weitermachen kann. Was man sieht, ist, dass dabei gleichzeitig so eine topologische Sortierung rauskommt. Also wenn ich jetzt einfach bei der obersten Ebene anfange und mich nach unten durcharbeite, dann bin ich irgendwann angezogen, ohne irgendwie in Konflikte zu geraten. Das ist aber mehr so ein Nebeneffekt, der aus dieser algorithmischen Anordnung dann entsteht. Dann habe ich die Möglichkeit, Cluster zu erstellen beispielsweise. Also ich habe jetzt denselben Graphen nochmal, der läuft jetzt unten leider ein bisschen raus, weil mir der Platz nicht gereicht hat. Aber ich habe jetzt mal Pullover und Hose, Socken, Unterhemd und Unterhose jeweils in Cluster zusammengefasst, die Oberbekleidung und Unterbekleidung heißen. Und dafür erstellt man so Subgraphen, in die man einfach die Menge der Knoten, die in diesem Cluster sein sollen, zusammenfasst und kann dann das noch labeln, und dann kommt dabei sowas raus. Jetzt sind halt die Cluster ein bisschen zusammengefasst, dass die räumlich auch beieinander stehen. Es ist ein Rahmen drumherum gezeichnet, damit man sieht, dass das zusammengehört. Und dieses Label, was ich angegeben habe, wird auch noch angezeigt. Ich habe aber immer noch die topologische Sortierung damit mit drin. Und der arme Hut, der steht halt ganz außen, weil eigentlich will man keinen Hut.
Dann gibt es ungerichtete Graphen, also wir haben jetzt eben gerichtete Graphen gehabt, also im Prinzip Pfeile, die von einem Knoten auf den anderen gezeigt haben. Beim ungerichteten Graphen, also ich gehe noch mal kurz zwei zurück. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht, deswegen gehe ich noch weiter zurück. Bei gerichteten Graphen wird so eine Beschreibung mit D-Graph eingeleitet, was für Directed Graph steht. Das müsste hier eigentlich auch stehen. Und wenn ich einen ungerichteten Graphen habe, dann ist es halt nur ein Graph. Und die Beziehung der Knoten untereinander wird nicht mehr durch Minus größer, also durch so angedeutete Pfeile dargestellt, sondern durch einen Doppelstrich. Und ich habe jetzt einfach denselben Graphen genommen, wie ich vorhin als Beispiel für den gerichteten Graphen genommen habe, hab ihn jetzt halt bloß ungerichtet gemacht und verwende, das sieht man hier nochmal, wenn man den gerichteten Graphen sieht, da habe ich den Dot. Hier, ich habe so einen Laserpointer oder sowas ähnliches. Ich habe hier den Dot-Filter verwendet, um den Graphen zu generieren. Der ist halt speziell für gerichtete Graphen. Und für ungerichtete Graphen gibt es andere Filter, zum Beispiel NITO oder FTP. No pun intended. Und wenn ich jetzt diese Beschreibung durch den FTP-Filter jage, dann kommt dabei sowas raus. Algorithmisch kann man sicherlich erklären, warum sich da jetzt unbedingt Hose, Unterhose und Schuhe, Socken kreuzen müssen. Ich weiß es nicht. Aber es kommt trotzdem noch irgendwie was raus, was man verstehen kann, wenn man es sich anguckt. Ja, so viel zu der Beschreibungssprache an sich. Man kann dann noch Einfluss auf das Aussehen von Knoten und Kanten nehmen, gestrichelte Linien, irgendwie die Form der Knoten verändern, Diamantform. Man kann Strukturbeschreibungen machen, sodass man so Datenbankdiagramme oder sowas erstellen kann. Also da ist ziemlich viel möglich, muss man aber sich ein bisschen mit beschäftigen, weil ist schon recht mächtig, diese Sprache. Ja. So. Als Beispiel für GVPR wollte ich euch eigentlich erstmal einen schönen Beispielgrafen machen, indem ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, was mir alle Pakete, die ich auf meinem Laptop installiert habe, rauszieht und die Abhängigkeitsbeziehungen darstellt. Stellt sich raus, das ist komplexer, als es sich anhört. Also diese Beschreibung alleine des Graphen hat 5594 Zeilen. Nach 10 Minuten hat Dot daraus auch einen Graphen gerendert, auf dem man allerdings nichts mehr erkennt, weil irgendwie alles nur noch schwarz ist, weil einfach viel zu viele Kanten da sind, die sich überlappen. Und da kann man dann zwar reinzoomen, bis man irgendwie was erkennt, aber so richtig sinnvoll ist das nicht. Das Schöne ist aber, dass man mit diesen Graphen trotzdem noch was anfangen kann. Es gibt nämlich diese Sprache GVPR, mit der ich auf Dot-Dateien arbeite. Und die bietet mir halt spezielle Funktionen, die zum Arbeiten mit Graphen notwendig sind. Irgendwie gib mir den ersten die erste ausgehende Kante, gib mir die nächste ausgehende Kante, such mir einen Knoten, der diese Eigenschaften hat und mach irgendwas damit und solche Geschichten. Und die Syntax dazu ist ziemlich abgefahren, das ist nämlich eine Mischung aus AWK und C und das ist genauso gruselig, wie sich's anhört. Das sehen wir jetzt mal. Also ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht, das einfach eine Statistik zu diesem Graphen erstellt. Man sieht hier so typisch irgendwie irgendwas mit Klammer auf und Klammer zu und vorne dran eine Beschreibung, worauf man arbeiten will. Das ist halt typisch AWK. Während dann hier so Sachen wie Variablendeklarationen mit int und so und dieses printf-Statement, das sieht dann doch schon sehr nach C aus. Und was ich da mache, ist, ich verwende die in GVPR vorgegebenen Funktionen nNodes und nEdges, um einfach zu gucken, wie viele Knoten und Kanten gibt es denn jetzt in diesem Graphen, die eine gegebene Dot-Datei beschreibt. Und noch eine Besonderheit ist dieser $G, das ist der Input-Graph, der sogenannte. Der ist einfach das, was ich in der Dot-Datei einlese, ist der Input-Graph. Und beg-g steht für Beginn-Graph und wird auf jedem Graphen, der in dieser Dot-Datei enthalten ist, angewendet. Ich kann halt auch mehrere Graphen in einer Datei zusammenfassen.
Ja, und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich raus 486 Knoten, 5163 Kanten. Und ja, 5163 Kanten, die sich irgendwie teilweise auch überlagern und so, kann man sich vorstellen, dass das dann vielleicht auch, wenn man sich es bildlich vorstellt, nicht mehr ganz so übersichtlich ist. Was man aber noch schön machen kann mit GVPR ist Daten extrahieren und zwar in Form von Subgraphen. Ich kann halt die Kanten und Knoten eines Graphen ablaufen und mir die Teile raussuchen, die mich interessieren und die in einen neuen Graphen kopieren. Das ist dann ein bisschen komplexer, habe ich auch mal ein Beispiel für gemacht. Also hier ist wieder so ein Beginnblock, der geht noch auf der nächsten Folie weiter. Das ist hier noch nicht alles. Und da sieht man schon eine abgefahrene Besonderheit von GVPR, nämlich dass Funktionsdeklarationen nur innerhalb eines Beginnblocks möglich sind. Also ich habe diesen Beginnblock, in dem ich jetzt die Funktion Childs deklariere. Und die Funktion Childs nimmt einen Knoten entgegen und eine Kante. Es nimmt eigentlich keine Kante entgegen. Ich muss bloß diesen Parameter da angeben, weil Variablen nicht haben keinen Scope in GVPR. Und ich rufe diese Funktion aber rekursiv auf. Wenn ich jetzt eine Variable, eine Kantenvariable mit dem Namen O habe und in einer rekursiven Funktion ohne Scoping darauf operiere, dann geht das irgendwann ganz gewaltig in die Hose ziemlich schnell. Und die Parameter in Parameterlisten haben einen Scope. Und somit erzwinge ich halt, dass diese Variable O nur in dieser Funktion bekannt ist und der nächste Aufruf von Childs wieder eine eigene Variable O bekommt. Ja, dann habe ich da einfach bloß so eine Vorschleife. First out ist eine Funktion, die von GVPR vorgegeben ist. Da steckt man halt einen Knoten rein und kriegt die erste ausgehende Kante. Und mit Next out kann man dann darüber schleifen. Und in der Vorschleife laufe ich da jetzt drüber. Hier oben habe ich einen Graphen G deklariert. Und ich kopiere jetzt quasi jede ausgehende Kante und damit auch den Knoten, zu dem sie hinführt, in diesen bisher leeren Graphen G und rufe dann rekursiv mich einfach selber auf. Genauso geht es dann weiter mit der Funktion Parents, die dasselbe bloß in die andere Richtung macht. Und das war dann der Beginnblock. Und der Rest ist dann relativ klein. Da habe ich wieder so für jeden Graphen mach das Block. Und im Prinzip erzeuge ich da, also ich habe diese Variable g deklariert, die habt ihr ja gesehen. Und hier weise ich ihr jetzt einen neu erzeugten Graphen zu, der den Namen hat eines Arguments, das ich auf der Kommandozeile übergebe. Und dieses S gibt an, dass es ein strikter gerichteter Graph ist. Ein strikter gerichteter Graph heißt einfach, wenn es mehrere Kanten gibt, die von einem und denselben Knoten zu einem und denselben Knoten führen, werden die zu einer Kante zusammengefasst. Hier ist wieder typisch AWK. N bezieht sich immer auf einen Knoten, E auf eine Kante. Und was ich hier mache, ist, ich sage, dieser Block hier führt den bitte aus auf allen Knoten, die den Namen haben, den ich auf der Kommandozeile als Argument übergebe. Und was ich dann mache, ist, ich kopiere diesen Knoten in den leeren Graphen G und rufe dann Childs und Parents auf, die Funktionen, die wir eben gesehen haben. Dieses Dollar, was da so alleine rumsteht, ist das Objekt, auf das sich der Block bezieht. Also in diesem Fall dieser Knoten, der durch diese Bedingung beschrieben wird. Puh. Genau. Und nur um zu zeigen, dass es geht, habe ich hier nochmal eine Eigenschaft dieses Knotens geändert. Habe nämlich gesagt, es soll eine Box sein und nicht mehr so ein Oval, wie es standardmäßig ist. Und zum Schluss kopiere ich dann diesen Graphen, den ich dann mühevoll aufgebaut habe, in Dollar groß O. Das ist der Output-Graph. Das ist das, was zum Schluss dann rauskommt. Und das Schöne ist, da kommt halt wieder eine Dot-Beschreibung bei raus. Und ich kann quasi mehrere GVPR-Skripts, die ich geschrieben habe, auch schön hintereinander filtern. Und kann mir dann ganz Unix-like aus kleinen Skripten große Aufgaben zusammenbauen.
Ja, wenn ich dieses Subgraph-Extrahieren-Skript mal auf Lame anwende, dann kommt das bei raus. Also hier ist das Lame, was ich auf der Kommandozeile übergeben habe, schön als Box. Und ich sehe, es gibt zwei Tools oder zwei Pakete, die ich installiert habe, die Lame als Abhängigkeit haben und Lame selber hängt bloß noch von der libiconf ab. Ja. Und das war's auch schon. Also nur, dass ihr es mal gesehen habt, was man da so machen kann. Es gibt ganz tolle Graphen, die auch wirklich schick aussehen, auf der Graphis.org-Webseite. Da gibt es eine Galerie, wo sowohl die Beschreibung als auch die Graphen, die dabei dann rauskommen, abgelegt sind. Und wer sich dafür interessiert oder denkt, dass er auch gerne irgendwelche Graphen erzeugen will, kann sich da dann noch ein bisschen näher einlesen und inspirieren lassen. Fragen? Sobald du irgendwie Einfluss auf das Layout haben willst, stirbt so 1000 Tode. Ja, das will man ja auch nicht. Doch. muss man, also ist nicht, ne? Feld aussehen ist nicht. Ja, du kannst schon ein bisschen Einfluss nehmen. Du kannst zum Beispiel den Abstand von Knoten untereinander vergrößern und so Geschichten und dadurch so ein bisschen entzerren, aber halt Ja. wirklich die Anordnung der Knoten wirklich beeinflussen kannst du nicht. Ja. Das ist halt auch Sinn der Das war die Sache. Hölle. Ja. Man kann aber so Sachen sagen wie, das ist jetzt ein Baum und so. Also dass es eher baumstrukturmäßig macht oder eher sternstrukturmäßig. Ja, so ein gerichteter Graph hat immer eher so Baumstruktur. Das macht der Dot. Und dann gibt es spezielle Filter für ungerichtete Graphen, die eher so eine Kreisstruktur darstellen, wie es halt bei so alten Netzwerkdiagrammen gerne ist. Und da gibt es dann spezielle Filter, die spezielle Algorithmen auf den Graphen anwenden und dann unterschiedliche Darstellungen ein und derselben Beschreibung erzeugen. Filter auch selber schreiben, Bestimmt. Wenn du dich tief genug einliest, geht das Gut, wahrscheinlich. ist jetzt Also, nicht für den normalen Nutzer ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist, dass man Ich sich werde einfach bei mal mir schnell einen feststellen, Filter dass das schreibt. wirklich, wirklich schwierig ist. Ja. Wofür Okay. Ah, hast du das was? jetzt? Wofür verwendest du das? Ist das nur so interessehalber oder hast du irgendwie eine Aufgabe, die du damit bearbeiten möchtest? Ja, ich arbeite auf der Arbeit mit dem Tool. Wir haben so Module, die miteinander interagieren. Und um die Abhängigkeiten darunter darzustellen, laufe ich über den Quellcode drüber, suche mir raus, wo sind die Abhängigkeiten und lasse mir daraus dann ein Diagramm erstellen und kann dann halt mit GVPR mir so Abhängigkeitenketten, wie ich es da jetzt auch für den Lame gezeigt habe, rausziehen und daraus Schlüsse ziehen. Ist da noch so Hübschifizierung, wenn du Upper Management von was überzeugen musst, muss nicht irgendwie Farbverläufe drin sein und so Quatsch. Ja, man kann auch Farben machen, Farbverläufe glaube ich jetzt gerade nicht. Prinzipiell ist es halt eher so ein Machwerkzeug und kein Beeindruckwerkzeug. Verstehe, sonst würdest du es auch nicht vorstellen. Genau. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja. Kann man die Form austauschen, dass es keine Ellipsen sind, sondern was anderes? Ja, ich habe es ja Ohne. bei dem einen. Da habe ich es ja nur mal angedeutet, dass es halt zum Beispiel Boxen gibt. Es gibt da eine ganze Bibliothek von, also Diamanten und keine Ahnung, Sterne, Zeugs. Zum Transportieren von reinen Informationen reichten meistens auch Kreise und Vierecke. Ja, durch und durch. Wie kann man den Aha. Kanten auch, kann man den Kanten auch Gewichte geben oder Ja, Beschriftung oder sowas? das geht. Also es gibt Attribute. Ich habe jetzt für Kanten kein Beispiel, aber hier vorne für den Hut habe ich es vorhin gemacht. Damit kannst du halt ein bisschen in diesem Ja. Layout Also da habe ich jetzt rumwurksen. dem Hut halt Style Dotted als Attribut gegeben und da kann ich halt auch Shape irgendwas und für Kanten gibt es dann auch Weight und man kann unterschiedliche Pfeilenden und Anfänge setzen und so Geschichten. Das geht dann schon.
Und die große Stärke ist halt, dass man diese Textbeschreibung einfach schön programmatisch erzeugen kann und muss es nicht selber tun. Irgendwann drückt man dann, startet man ein Skript und am Ende fällt dann eine Datei raus, die einen schönen Graphen darstellt. Also schön liegt im Auge des Betrachters. Es gibt einen Konverter dot.tech, wo du dann am Ende kriegst du Ticks raus. Und Ticks ist ja sowas Ähnliches, nur in LaTeX ein bisschen schöner, ein bisschen präziser. Es macht halt mehr, dass du halt genau sagst, von dem Node nach rechts oben oder so. Aber kannst du theoretisch wenden, dot.tech und dann Features, die in Tech. Also Ticks ist so das, das müssen wir auch, da müssen wir auch mal einen Vortrag drüber machen. Ticks ist halt echt schick in LaTeX. Nur diese Umwandlung ist so, also sobald der Graph komplexer ist, wird es echt hässlich. Also dann musst du es eigentlich komplett in Ticks machen und dann ist es auch wieder also Ticks ist dann nicht ganz so sexy, wie das irgendwie einfach minus spitze Klammer und fertig. So. Und Ticks ist schon wieder mehr offen. Ja. Letzte Chance? Okay, das war's.